Ja, hier am Strand von Bayer Fieber, der Publik Strand. Da vorne sind die Boote, da gehen die Touren los, beziehungsweise da liegen die Boote vor Anker und von hier starten auch einige Reisegruppen. Und ihr seht, da ist ein bisschen was los heute, aber lange nicht so viel wie zu der Hauptzeit am Wochenende, beziehungsweise wir haben ja heute erst den ersten Tag wieder und viele haben dann gezögert, die Touren zu buchen. Typisch karibisches Wetter. Ja, Parkplatz gibt es hier direkt hinter mir, hinter diesen Lokalen. Wenn man einen Tisch möchte, Stühle, keine Probleme. Die werden einen dann hier an den Beach gebracht und sind kostenlos. Natürlich, wenn man was verzehrt, ganz klar, aber alles sauber, ordentlich hergerichtet. Die Liegen kosten, was kosten die? 250 Peso, das sind also 5 Euro, nicht ganz, 4,50 Euro pro Person. Die Schattenplätze sind gratis, dann legt man sich auf sein Handtuch unter den Baum, aber das ist ein bisschen unbequem. Ja, hier am Nachbartisch, hier wurde schon richtig aufgefahren, hier steht alles, Papas, Cola, Rum, Eis, Becher, also das wird ein vergnüglicher Nachmittag hier oder Mittag. Und das sind die Farben, wie man sie, glaube ich, auch nur hier, oder nicht nur, aber wie man sie sich vorstellt, karibisches Meer. Das Wasser ist sehr angenehm. Ja, das war jetzt der kleine Rundgang hier. Hier kann man die Seele baumeln lassen, nochmal Kraft tanken und ich sage jetzt erstmal hasta luego. Ja, und langsam heißt es Abschied nehmen hier. Der letzte Abend in Bayer Fieber. Einen Abend gibt es noch, aber der ist dann am Flughafen. Und jetzt haben wir ja 18.33 Uhr Ortszeit und wir gehen nachher schön essen und zwar da drüben. Jetzt genau ein Stückchen weiter, da wo die Palmen sind. Ich zeige es euch nachher nochmal. Und ja, die Ruhe ist wieder eingekehrt hier. Da kommt sogar noch ein Boot zurück, können wir uns gleich ansehen. Ich nehme an von Isla Catalina oder von Saona. Und so sieht es jetzt hier im Moment aus. Es hat vorhin ein ganz klein bisschen geregnet. Aber das Meer ist ganz ruhig. So, und hier ist der Blick auf dann den Ort. Da sind einige auch ein bisschen enttäuscht, weil der nicht groß ist, dieses Bayer Fieber hier, der gewachsene Ort. Ja, und da ist auch schön eingedeckt hier mit roten Tischdecken. So, und wir warten jetzt auf das ankommende Boot hier, auf den Katamaran. Ja, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es doch noch einen Sonnenuntergang gibt. Aber schaut euch das an hier. Und das sieht noch nicht einmal schlecht aus. Ja, das ist er gewesen, der Sonnenuntergang hier. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Ja, wir haben gerade gut gegessen und dann kann man dieses Restaurant auch gut erwähnen. Bahia Beach Restaurant seit 1977 und hier geht es von der Straße hinein.
Also wir haben Marisco gegessen, Meeresfrüchte, war sehr, sehr gut. Und es gibt auch die passenden Weine, die hier nicht ganz billig sind. So, schönes Ambiente, hier sitzt man, es ist alles offen, man hat hier richtig gut Luftbewegung, man kann innen und außen sehr gut sitzen und ja, bequeme Stühle. Und ich sage euch, es lohnt sich allemal, hier dann auch zum Essen zu kommen. Hier überdacht auf der Terrasse und unter Palmen. Unter Palmen hier. So, wir wollen ja die Gäste auch nicht zu stören. Und geht da mal einen Meter. Auch nette Bedienung, höflich, freundlich, zuvorkommend. So, wer möchte, kann hier vorne direkt am Wasser sitzen oder eben auch ein bisschen weiter. So, das war's. Das ist nochmal der Blick hier. Das letzte, vorläufig letzte Abendessen hier. Und ich sage euch, es hat gut geschmeckt.